Shadow. Oh. Und jetzt geht's los. Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Willkommen bei Batman vs. Joker. Oh, yeah. Der Batman sitzt bei mir hier auf der Schulter, ne? Guter Batman, böser Batman. Batman ist der Böse, weil er Batman heißt. Ja, liebe Leute. Die Ausgaben 3 und 4 haben mich erreicht. Vielen, vielen Dank, lieber Micha. Das Partworkhouse.com hat mir das möglich gemacht. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee aus der Bad-Tasse. Habe ich neu erfunden, die Bad-Tasse. Oder gab es schon mal eine Bad-Tasse? Ich wüsste nicht. So, wie gesagt, Bauphase 3 wollen wir machen. Ich habe aber noch eine kleine Korrektur aus Ausgabe Bauphase 2. Da haben wir ja mit der Unterkonstruktion vom Kopf gestartet, begonnen, und da sind hier zwei so eine Nupsis hier. Und die habe ich verkehrt rum angeschraubt. Das heißt, die waren andersrum. Aber hier kommen jetzt, das werdet ihr gleich sehen, Magneten rein. Warum Magneten? Für die Schnute aus Ausgabe Bauphase 3. Hier ist die Schnute. Das liegt wohl am Bad-Kaffee. Aus der Bad-Tasse. Ja, hier haben wir die Ausgabe Bauphase 3. Mal gucken, ob wir die 4 auch noch gleich machen. Hier die, auf der anderen Seite. Die 4 habe ich nämlich auch noch da. Aber da ist noch Knisterfolie drum. Dann müssen wir mal gucken, ob wir heute noch knistern. Auf jeden Fall machen wir am Kopf weiter. Wo sonst auch? Wo oder wo denn sonst? Gut, ich würde sagen, ihr kommt auf meinen Basteltisch. Und wir schauen das Ganze uns an. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe immer zu der einen im Nacken. Mein zweites Ich. Dem möchte ich eigentlich heute nicht begegnen. Ne? Gut, wir legen los. Ihr kommt auf meinen Basteltisch. Schraubenträger raus, Kleber raus. Kleber brauchen wir nämlich auch ein bisschen. Und ja, legen wir los. Ja, in dieser Ausgabe Bauphase bekommen wir 3 weitere Teile für die Unterkonstruktion vom Kopf. Das ist sozusagen quasi oben vom Schädel. Und dann, ja, Hinterkopf und Nacken. Kriegst einen Schlag an den Nacken hier, ne? Dann, wie ja, eben gerade schon mal kurz vorgestellt, die Unterpartie vom Gesicht mit dem Mündchen, mit der Schnute, mit der großen Maul. Und dann gibt es 2 Magneten. Das sind die kleineren Teile, sind die Magneten, und die größeren sind Metall. Das heißt, dass dann nicht 2 Magneten zusammenkommen, sondern dass dann Stahl und Magnet dann quasi zusammenkommen. Gut, Schraubenträger. Achso, wir bekommen auch noch eine Schrauben PB2. 12 Stück plus 2 Reserve. Ne, 12 Stück plus 2 Reserve. Na, kommt mal raus hier. Hier, Eierköppe. Ach ne, das sind ja PB-Schrauben, keine Eierköppe. So. Achso, ich habe noch einen. Und zwar den Batarang. Nicht den Bumerang, sondern den Batarang. Den Bat-Bumerang quasi. Ja. Ist das gleichzusetzen ähnlich wie Ninja-Sterne? Ich sag mal ja, weil hier ist sie jetzt nicht scharfkantig. Ist aus Metall. Und ich hoffe, der wird nachher eingebaut irgendwo, dass der. Das sagt er mir nämlich nicht in der Bauanleitung, dass der dann vielleicht in den Gürtel reingesteckt wird. Auf jeden Fall ist das ein schönes Gimmick, schönes Bauteil, ja, was wir dann später nachher verwenden
dürfen können sollen. So, jetzt kommen wir dann zur Konstruktion und wir sollen eigentlich hier mit dem Dach anfangen, wollte ich gerade sagen, mit dem Schädel. Ich werde aber hier hinten mit den Nacken anfangen. Ich habe das schon mal so ohne Kamera mal hier vorsichtig so raufgesteckt und das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und deswegen habe ich einfach mal mit den anderen Bauteilen angefangen. Kriege ich das jetzt auch nicht. Das ist ja auch nicht schlecht. Da muss ich ein bisschen auseinanderbiegen. Und dadurch kriegt das Ganze nachher die richtige Position. Ja, ich schraube das jetzt mal einfach mal an. Wenn wir 12 Schrauben verschrauben sollen, dann müssen wir auch mal langsam starten. Sonst wird das hier nämlich nichts. Ja, wird fest. Ich hoffe, dass die Reihenfolge, dass ich jetzt von hinten anfange mit der Reihenfolge, dass ich jetzt nicht baden gehe. Wie gesagt, ich habe mir das mal so ausgeklügelt. Jetzt bin ich eigentlich gespannt, doch es müssen überall Schrauben rein, weil das hört, die hört sich eben komisch an. Und mal so Interesse halber. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gefragt habe und ihr nicht geantwortet habt oder wie auch immer. Bauen von euch noch welche diesen Batman? Ich finde das ja so klasse da dran, dass der den gleichen Maßstab hat wie der Terminator. Und deswegen, ja, und als Batman-Fan ist das für mich eigentlich ein Muss. Und ich bin froh, dass ich über Micha die Möglichkeit habe, diesen Batman zu bauen. Bad, 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 Batman. Immer zu bad, bad, bad. So, ein paar Schrauben haben wir schon reingedreht, das werden dann immer mehr. Und dadurch haben wir jetzt hier oben die genaue Breite, die Position, die wir eigentlich brauchen. Für die Schädelpartie quasi. So, einer fehlte hier, glaube ich, noch. Genau, der hier. Können wir uns dann schon mal so einen kleinen Überblick verschaffen, wie das dann aussieht. So, jetzt starten wir eigentlich erstmal mit der Ausgabe, mit dem ersten Bauteil, wie man eigentlich sollte. Und siehe da, das passt jetzt viel besser ineinander wie vorher. Ich muss erstmal den Schraubenzieher, ich will nicht Schraubenzieher sagen, Schraubenträger heißt das. Den Schraubenträger aufmunitionieren und dann. Aber hier auf diese kleinen Nupsis müssen die großen Nupsis nämlich rauf und dann schrauben wir da nämlich durch. Jetzt, wo er schon die genaue Breite hat, ist es schon relativ, rutscht das trotzdem immer noch weg. So, hoffentlich haut das jetzt hin. So, die erste Schraube ist eingebaut. Dann schrauben wir die zweite auch rein. Und dann können wir haben niemals nicht zwei Ersatz. Wir haben nur eine. Weil hier müssen wir ja noch zwei reinschrauben. Komme ich überhaupt rein mit dem Schraubenträger? Ja. Wir haben nur eine Ersatz, es sei denn, an meinem Magnet ist es nicht hängen geblieben. So, wo war ich denn jetzt noch nicht drin? Ne? Ah, hier. So, vielleicht habe ich auch wieder was falsch gemacht. Ne? Soll vorkommen. So. Jetzt kommt die Oberpartie. Aber brauche ich dafür nicht eigentlich auch eine Schraube? Wieso zeigt ihr mir da nicht, dass ich da auch eine Schraube brauche? Eigentlich sogar drei Schrauben. Oder soll das nur erstmal provisorisch raufgesteckt werden? Das hatten wir letztes Mal ja schon.
Ich habe jetzt eigentlich gedacht, gehofft, dass wir jetzt dann das festschrauben. Das sagt er nicht. Und auch auf der nächsten Seite sagt er das nicht. Er sagt hier nur raufstecken. Aber das hält doch nicht. Und da zum da müssen solche Hütchenschrauben dann ran. Naja, ich weiß nicht, bin mir da noch nicht so sicher. Aber jetzt sollen wir die... Einen Moment. Genau, hier sollen wir jetzt die Stahlteile einkleben, wenn ich das richtig sehe. Und mal den Magneten abmachen. Die sollen wir jetzt hier einkleben. Das machen wir dann. Dann nehmen wir dann ein bisschen Sekundenkleber und matschen hier mal was rein. Und da auch. Könnt ihr noch auflassen, die Tube. Und richtig runterdrücken, nehme ich mal ganz stark an. So, die Magneten werden jetzt hier reingeklebt. Der Kopf bleibt jetzt nicht liegen. Die Magneten werden jetzt hier reingeklebt. Das machen wir jetzt natürlich. Jetzt müssen wir was haben, was nicht magnetisch ist, zum Reindrücken. Das muss nämlich richtig reindrücken. Was nehmen wir denn da? Den Bleistift. So, das haben wir jetzt richtig reingedrückt und jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis der Kleber fest ist. Und dann können wir das nämlich, das Gesicht komplettieren und einmal raufhalten. Wir sollen den Dingsbums noch nicht reinmachen. Die Haube sollen wir noch nicht rüber machen in dieser Ausgabe. Die Frage ist jetzt nur, um das Gesicht zu verändern, muss man dann jedes Mal die Schnute abnehmen. Und nicht das Gesicht zu verändern, um die Augenposition zu ändern. Oh, jetzt geht das. Oh doch, es geht. Das ging eben ganz schön schwer. Ja, also man kann dann hier ja noch die Augen ändern. Weil die sehen schon nah an echt aus. Gut, wie gesagt, ich lasse das ein bisschen verkleben. Mache in der Zeit dann schon die nächste Ausgabe auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich will noch ein bisschen warten mit der Schnute und deswegen gucken wir uns dann doch schon mal die Bauphase 4 an, das Heft Nummer 4. Und ich bin echt gespannt, wie der später nachher aussieht. Jetzt sind wir erst bei Bauphase 4, aber das wird also noch dauern. Aber jetzt, bis jetzt macht das ja einen echt guten Eindruck. Hier kommen viele Metallteile. Und zwar sind das Teile vom Gürtel, oder sagen wir mal die Gürtelschnalle. Hier sind Federn drin. Und wie die einzelnen Teile jetzt heißen, also das klemme ich mir jetzt, weil das müsste ich alles übersetzen. Die Frage ist jetzt, kriege ich jetzt hier die Feder auseinander? Ja. Gut. Wir haben hier noch eine Sorte Schrauben, und zwar M-Schrauben. 4 Stück, eine Reserve. Also nicht 2 Reserve versprochen, sondern nur eine Reserve. 4+1. So, dann gehen wir mal ein bisschen dichter ran. Und dann gucken wir mal, was wir machen dürfen. Wir müssen hier diese... Oh, bloß aufpassen hier mit den Federn. Diese kleinen Nupsis entfernen. Wie machen wir das am besten?
mit einem wunderschönen Bastelseitenschneider. So. So, auch auf die kleinen Nupsis aufpassen, wenn die jetzt runterfallen. Und die kommen jetzt. Ach, wir brauchen nur zwei, oder wie? Wir brauchen wohl nur zwei. Die kommen nämlich hier reingesteckt. Ach, vielleicht kommen hier auch nachher noch welche. So, das wird jetzt ein Fummel. Ein Fummelkram. Weil man muss dann das Löchli treffen. So, getroffen. Steckt auch drin, ne? So, das noch ein zweites Mal. Na, das ist ja ein Gefummel, du. Das ist ja ein Gefummel. Oh, der ging jetzt aber leicht rein. Das finde ich jetzt natürlich nicht so gut. Das heißt für mich, ich werde dann mal von innen da ein bisschen Kleber ran machen. Dann machen wir die andere Seite auch. Wollen ja gleich behandelt werden. Also der ist lose und das finde ich natürlich nicht so schön. So. Jetzt müsste ich eigentlich ja, mit den nächsten Bauschritten erstmal warten, was das Teil angeht. Und müssen wir hier gleich mal gucken. Weil hier kommen die anderen beiden Nupsis rein. Der hat zwar geknuggelt, aber richtig hundertprozentig überzeugt bin ich davon nicht. Dann kann man nämlich lieber einmal kleben. Lieber einmal eine kleben. Dann kann man das Ganze lieber einmal eine kleben. Wenn wir das von hier auch sehen können. Ja. Das stört ja nachher später nicht. So, jetzt hoffen wir mal, dass der Kleber da bei den anderen Bauteilen jetzt fest ist, weil wir drehen das jetzt nämlich um. Ach, in der Bauanleitung, für ganz Blinde, ist dann das auch noch zu sehen hier, dass man das ankleben soll. Ja, für die ganz Blinden, für die Marios unter uns. So, wir bauen jetzt den Ring hier ein. Und zwar mit dem Nupsi hier nach unten. Und mit der Seite, wo wir jetzt nicht hingucken. Also kommt jetzt die glattere Seite jetzt quasi hier. Es war auch nicht ganz glatt. Dann haben wir hier ein Schloss. Hier, das kommt hier rein. So. Hier werden die beiden Federn jetzt reingelegt. Sollen wir die ankleben? Nein. So. So wird das reingelegt. Jetzt haben wir die anderen beiden Bauteile, die wir gerade gebastelt haben. Und zwar kommt einer hier als wie ein Scharnier hier so rauf gesteckt. Das heißt, das kann sich hier nachher bewegen. Und das ist dann hier die Ilse-Bilse-Gürtelschnalle. Die wird hier so reingesteckt. Natürlich
darf die Feder da nicht rausrutschen. Das sollen wir noch gar nicht reinstecken. Das sollen wir noch gar nicht. Warum mache ich das denn? Und zwar kommt jetzt die Rückseite von der Gürtelschnalle. Die kommt jetzt hier rauf. Und dann mit diesen beiden Nupsis drücken wir die Federn zusammen. Hoffe ich. Und jetzt brauchen wir die Schrauben, die kommen ja zum Einsatz. Das sind Metallschrauben, auch die, auch hier bei diesem Bausatz werde ich sie ein bisschen einölen mit Schneidöl. So, erste Schraube drin. Zweite Schraube. Also ist das quasi die Ilse-Bilse Gürtelschnalle. Das ist die Bad-Schnalle. Die Bad-Schnalle. Oh, Schnalle kann auch was anderes sein, ne? Was sagt denn da deine Schnalle dazu? Haben wir früher auch mal gesagt, ne? Nicht so oft. So. Jetzt haben wir das Ganze hier. Und wir können hier... Oh, hier ist noch ein bisschen Kleber. Der ist natürlich nur nicht fest. Muss ich aufpassen, dass ich hier vorne nichts voll Matsch. Jetzt kann man hier nämlich raufdrücken auf die beiden. Den Federmechanismus. Und dann kommt der hier nämlich raus. Hier, ist schön zu sehen. Das heißt, jetzt können wir hier... Zack, zusammen. Hält. Wenn wir hier raufdrücken, geht auseinander. Ja, geil. Ich glaube, ich brauche die Ausgabe nochmal. Mach mir einen Gürtel für meine Jeans. Ja, ich sag mal, einmal frei. Was? Ich muss aufpassen mit dem Kleber hier. Einmal frei. So. Und wo kommt der Batarang hin? Habt ihr das überhaupt gesehen? Nochmal machen. Beide Nupsis raus, gedrückt, kommt die Schnalle raus, zack, rastet sie ein. Okay. So, da können wir natürlich noch nichts mit anfangen. Jetzt fehlt natürlich noch ein Arbeitsschritt, was die Bauphase Ausgabe 3 angeht. Was haben wir in der 4? Noch eine Vorschau auf die 5? Nö. Aber ich glaube, in der 3 war eine Vorschau auf Ausgabe 5. Da kommen... Ja, was für Teile sind das? Diese hier. Ist das so ein erster Teil vom Unterarm so? Oder vom Oberarm? So die ersten... Nee, Oberarm, ne? Die ersten Teile. Oder zwei Halbschalen, einmal Oberarm, einmal Unterarm. Und dann hier mit diese Sporne hier, die hier dran sind, das sieht wie Unterarm hier aus. Naja, werden wir dann sehen. Machen wir beim nächsten Mal. Ist ja Partwork. Und da fangen wir ja mit verschiedenen Teilen an, ne? So, die Ilse-Bilse Gürtelschnalle mal beiseite. Jetzt wollen wir natürlich auch das ganze Gesicht mal sehen. So. Der Magnetismus funktioniert. Weiß nicht, ob das... Ja, das ist so ein bisschen... Aber das ist vielleicht Absicht. Sitzt das so drauf? Das sieht komisch aus. Sieht jetzt aus wie Robocop, ne? Weil hier nichts drauf ist, ne? Ich traue mich jetzt eigentlich auch nicht. Oder wollen wir uns das trauen? Aber der Kopf ist noch nicht angeschraubt. Nee, ich traue mir das noch nicht. Das wird noch nicht gefordert. Dann kommt das noch nicht rauf. Also, das sind quasi... Zeigen wir das mal in der Totalen. Das sind jetzt quasi die... Ist hier alles okay bei euch? Ja. Das sind jetzt die ganzen Teile quasi, die
wir in den ersten vier Ausgaben bekommen. Man könnte jetzt den Kopf komplett haben. Also dafür braucht man Ausgabe 4 nicht, Ausgabe 3. Dann könnte man jetzt einfach die Silikonhaube oben rüber switchen, zwiebeln. Und dann hätte man den Kopf eigentlich schon mal komplett. Aber ich mache das, wie gesagt, ich mache das noch nicht, weil das ist noch nicht gefordert. Jo, liebe Joker-Fans, Batman-Fans. Batman vs. Joker geht bald wieder in die nächste Runde, nachdem Micha mir wieder ein großes KP zukommen lassen hat. Jo, das waren dann die Bauphasen, Ausgaben 3 und 4. Quasi Batman vs. Joker 3 und 4. Und ja, beim nächsten Mal fangen wir schon mal mit dem ersten Arm an, so wie das aussah. Ne? Ich kann mir vorstellen, das geht dann da eben weg so weiter. Vielleicht sollte ich dann doch mal vorluschern bei den Franzosen. Mache ich eigentlich nicht so gern. Mache ich eigentlich nicht so gern. Und ihr müsst das auch nicht unbedingt verraten. Ja, liebe Leute. Wie gesagt, das waren die Bauphasen 3 und 4 von Batman von Hachette Collection aus Frankreich oder aus Berlin, das Partwerkhaus.com. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, das tut gerne wieder. Ja, bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste aber natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in. Hier ist meine Karte.